Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Ist mein Sohn im Hintergrund? Alter! Mein Sohnemann! So, ja, wo sind wir jetzt dran? Also. Ja! Dann lassen wir mal weitergehen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Und gib dem Video mal einen Daumen hoch, ne? Und kommentieren, liken, arbeiten und ja. Wenn ihr so bedenkt, ey, ich bin seit. Boah. Ich komme nicht von dem Spiel los. Weiter geht's. Eine tote Maschine. Uther hat gejagt. Ah, da wird die Scherben drin gelassen. Alles Nützliche wurde entfernt. Ach, die Maschine, Uther Alter. hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh, Glitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbaren. Die halten dich still. Halt dich still, du Scheißvogel! Mach jetzt aber! Ja, ist ja gut. Ein Vogel, halt dich still. Ich will dich killen. Ja, komm jetzt aber. Jetzt aber. Na komm. Ah. Oh ja, ich hab. Oh, ich hab. Oh. Komm hier, schneller, schneller. Okay, zurückgeholt. Wohin ist er von hier ausgegangen? Drei Vögel waren das, ne? Wo ist der andere Vogel, der Vogel? Okay, wohl markieren. Wo? Da war doch noch ein anderer Vogel. Der liegt da oben. Die Sau, ey! Die liegt da oben! Dieser Wind! Ganz schön stark. Nein, ich komm hoch. Aha! Nein. Komm. Du bist auch wieder mal dahin jetzt. Ah! Jetzt! Nein, aber jetzt! Ah! Also die Springerei von dir immer. Na ja, gut. Euer Wuchs. Ach doch, guck mal da oben. Uther hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Euer Feuerwucht. Tote ja, okay. Wächter. Noch mehr Teile für Uthers Vorrat. Er lässt es drin, das ist aber ein bisschen blöd, ne? Stimmt.
Der nächste ist ein Treffer. Uthed? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthed. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist es ein guter. Das war's mir dann wert. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ich klau den erstmal gerade die Zinn. So. Hier, geh mal hin. Hallo? Keine Tricks. Nur reden. Na gut. Rede. Ich will wissen, was im Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Ich bin gleich wieder da. Geht das? Ja, geht. So, für euch war es ein paar Sekunden, für mich war das fast dreieinhalb Stunden. Okay, es geht mal weiter. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja, er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Karja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthed, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Karja verändern sich. Das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Berge gehören uns. Kikuks Killer. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Inventar. Moment schon mal. Outfit. Noch mal ein bisschen. Machen wir was anderes hier. Yeah. Machen wir hier. Gucken, was haben wir denn da? Mit Schaltschirm, Buchschaltschirm, Rohstoffe. Jawoll. Machen wir mal ein bisschen.
So, Rohstoff ist egal. Auch egal. Herstellen. Okay. Sie ist bewaffnet. Jetzt habe ich sie. Ich werde Angriff absetzen. Es ist noch ein anderer Topf Flammen nehmen. Hing fest mit der Maus, ey, so ein Scheiß, ey. Sag, geh doch mal kaputt. Komm mit, ich habe oben noch Vorräte. Ich habe ein bisschen totlachen gerade. Ich kann lachen müssen. Guck. Wie kommst du hoch? Nicht da hoch. Nee. Boah, wie gemein ist das denn? Und hab. Steck schnell ein, was du kannst. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr.
Schlecht. Links. Aber meine Meisterhaft ist der Dame. Los, Jungs. Aha, was dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Okay, ich hab vorher gewusst. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Mal gucken, ob wir hier noch was finden bei denen. Beinahe. Das nehme ich lieber mit. Mal gucken, Inventar. Schatzkiste. Scheiße ist, ich komme nicht mehr hoch, ne? Egal. Lass mal die erstmal liegen. Fünf. Ich habe noch ein bisschen an Munition da, sehe ich gerade. Ein bisschen wenigstens. Darüber, dann haben wir ihn. Thank you.
kein Platz mehr. Was fehlt denn? Ja, ich gucke gleich. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Skalpiert die Wild. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Warte, ich muss ja. Scheiße! Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Die Sonne brennt uns mal. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uwe. Wir geben nicht... Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. In seinem Sitz. Oh, Entschuldigung. Das wird mir noch weiterhelfen. Heilpflanzen. Glück gehabt. Was er zeigt, ja. Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun.
Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Ich will sie befreien und bräuchte deine Hilfe. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian, in Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste? Sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun. Die Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Welche Wahl habe ich? Gar keine! Warum glaubst du, dass Awad mich aufnimmt, obwohl ich seinen Kunden diente? Er ist nicht nachtragend. Lächle einfach viel. Du kannst lächeln, oder? Schnee. Nein, hier draußen wird es nicht wärmer. Ist eine Grimasse. Nervös beim Gedanken an Meridian? Ich war 20 Jahre lang Soldat. Ich werde nicht nervös. Nicht mal in Gegenwart hübscher Damen? Dieser Frage würdige ich keine Antwort. Die Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Er redet immer dasselbe, hallo, was ist das denn im Scheiß? So, pass auf jetzt. Dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Liegen die da noch? Scheiße. Ja, die liegen doch da. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Natürlich. Wir herstellen, vielleicht geht da was. Dann Tränke. Nee, doch. Das kann man nicht machen, aber hier. Munition, vielleicht können wir hier noch machen. Das können wir auch so machen.
Dann wollen wir mal. Metallschirm, okay. Es geht weiter. Noch irgendwas? Nee, ne? Aber ich hab so viele getötet, ey. Die müssten ja noch mehr rumliegen eigentlich. Naja. Okay. So. Ach, ich hab die Schockdinge nicht. Warte mal. Das lassen wir. Ich geh mal gerade was verkaufen. Ich geh was verkaufen. Das machen wir noch, gerade schnell. Wir verkaufen das gerade noch alles. Ah, ja, genau, ich wollte das eine Foto noch schnell machen. Genau, das mache ich noch. Warte mal. Fällt mir gerade ein. Ich habe hier vor 8. Mai 2017 habe ich auch das Spiel gespielt hier. Und jetzt will ich da mal hingehen. Vielleicht sieht man es. Und dann gucken wir mal, ob ich da hingehen kann. Ich habe zwar nicht dieselbe Uniform, denke ich mal. Aber das machen wir doch gerade noch in der Folge schnell. Das müsste auf der Brücke sein, glaube ich. Achso. Warte mal. Karte, warte, Filter, Tab. Wir brauchen wieder die Händler. Genau. So, was haben wir da? Inventar. Wir haben jetzt alle Dinger. Und die. Hm.
gestürmt. Sie hat sich zwischen den Mörder und unseren Sohn gebracht. Ah, du bist zurück. Hast du etwas Schönes für mich? Ah, feilschen wir um diese wunderschöne Beute. Der fehlt noch. Der fehlt noch. Ja. Auf Wiedersehen. Edle Nora. Lass uns reden. Nein, lebhaft diskutieren. Ist er längst nicht unschuldig. Er muss doch... Zurück aus der Wildnis? Hast du Banuk-Relikte? Fertig? Lass uns handeln. Ja, hier. Das kann man schon machen. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Hier den noch schnell gehen. Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe. Blaukanzkisten, nur die Verfolgungskisten. Donnerkieferliste. Haben wir ja. Hier sind es nur Scherben. Leuchtendes Geflecht haben wir ja. Stahlgeflecht. Können wir ja kaufen. Jägerkiste, die haben wir. Uiuiui. Helle Ausbeuterkiste, können wir auch holen. Dunkle Ausbeuterkiste. Gucken wir mal, was das alles ist. Dunkle. Ja, gucken wir gleich mal. Was haben wir noch? Hier. Den noch mal gleich hingehen. Der Sonnenkönig ist zu weich geworden. Ja, ich erinnere mich. Hast du denn die Gefäße gefunden? Mal gucken, ob ich... Ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Nee, die habe ich ja schon. Die habe ich schon gemacht. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Was sehen meine müden Augen da? Eine Jägerin. Komm. Okay.
Das war ein Fehler mit Talgen. Das ist egal. Ja, gut. Unterhalten wir uns. Gefäßsammelobjekte. Okay. Haben wir. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt hin. Hier will ich hin. So, wir gehen jetzt da hinten rüber und dann fotografieren wir das mal. Ich bin Wache, kein Stadtschreiber. Aber wir werden erst noch gerade schnell dieses Inventar machen. Inventar. Spezial in den Schatzkästen. So. So, was haben wir denn hier drin? Schockfall. Super. Super. Fähigkeit. Ja, mein Gott, Walter, ey. Okay, dann wollen wir mal. Fähigkeiten hatten wir nichts mehr, alles klar. Dann wollen wir mal gucken, ob wir dieses Foto machen können. Stand ich denn? Ja, das ist so dieses ungefähr hier. Ja, Scheiße! Noch ein bisschen? Nein, der muss noch ein bisschen rüber.
dann hier rüber. Nein, du bist noch rüber. So. Ah, die haben... Ich muss hier ein bisschen drüber hier. Ja, jetzt. Ah, ich stand noch ein bisschen mehr an das Ding dran da. So, jetzt. Nein, wir wollen. Ja! Naja, gut. Wir machen es so. Also, das ist das Foto. Ja, hier ist das Foto. Genau. Wie mache ich denn da ein Foto, F11? F10? Nimmt er noch auf, ne? Ah, okay. F5. Tja, gute Frage, wie man hier Bilder aufnimmt. Dann machen wir es anders. Ja. Ist doch blöd. Scheiße. Das ist blöd. Wie kann man denn hier Bilder aufnehmen? Na toll. Und nicht, weil das funktioniert. Naja, gut. Ich würde sagen, wir speichern jetzt ab. Ja, ich speichern ab. Nein. Sie werden ihm kurz auf die Finger hauen und dann wieder gehen lassen. Ja, du bist wirklich sehr freundlich. Du würdest nicht so gerne mit mir reden wollen, wenn du mich kennen würdest. Okay, das war's. Das war's. Geil. Boah, wie genial. Wir können direkt da sein, ey. Hammer. Okay. Also, wir haben noch die Jagdgebiete. Wir haben noch hier eine verdorbene Zone. 32. Aber hier. Die würde ich gerne machen. Die Zeta-Sache. Und dann hier oben mal weitermachen. Quest haben wir noch offen. Hauptquest. Begib dich zur Urmutter. Haben wir noch offen. Langhälse haben wir alle, glaube ich. Sogar. Nebenquest. Rede mit. Hauptquest, ja. Banditenlager. Verdorbene Zonen. Ja, haben wir noch. Eine haben wir, glaube ich, noch. Rutstätten haben wir eine Zeta. Die werden wir auf jeden Fall machen. Okay, danke fürs Zugucken. Gebt dem Video Daumen hoch, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Auf Wiedersehen. Wieder 50 Minuten. Ich kacke ins Hemd.